Hallo und herzlich willkommen zu einem News-Video, einem speziellen News-Video. Ich habe einfach ein paar Sachen zu sagen, die eigentlich mir sehr wichtig sind und wahrscheinlich auch ein paar Leute ein bisschen, naja, nicht so gut ankommt und nerven wird. Aber es geht um die Zeit. Also ich habe langsam immer wie weniger Zeit für Reps und das Rendern und alles braucht irgendwie längere Zeit. Ich werde wahrscheinlich fast aufhören mit solchen Videos, weil zum Beispiel Skyrim leckt durch Reps, GTA Online leckt durch Reps, Path of Exile wird manchmal ein bisschen lecken immer wieder. Da kann ich einfach mit Reps nicht mehr so gut aufnehmen und suche deshalb ein anderes Aufnahmeprogramm, das gut geht. Shadowplay kann ich nicht aufnehmen, das ist schwarz, also bei mir sieht man nur schwarz, oder? Und zum Beispiel Dixtree oder Open Broadcast Software nimmt nicht auf, also es nimmt überhaupt nicht auf, egal wo ich es hinstelle. Zum Beispiel ja, alte Spiele, die gehen halt nicht, weil sie nur einen Core nutzen und Fraps alle Cores, CPUs voll ausnutzt, oder? Und deshalb auch alles anfängt zu laggen. Deshalb werde ich einfach mal sagen, ich lasse das mal vorläufig mit dem Video aufnehmen von Fraps, also einfach Video aufnehmen. Und werde einfach mehr livestreamen oder einfach livestreamen, auch wenn ich kann. Es kann wirklich sein, dass ich jetzt richtig viel trainieren werde und deshalb nicht viel Zeit habe, auch noch zu livestreamen. Aber ihr werdet sicher auch noch viel von mir sehen, auch wieder etwas Neues, zum Beispiel diese Vlogs, die ich dann mache. Aber das wird 4K und das geht dann sehr lange. Deshalb kann ich ja eventuell früh morgens und mittags nicht mehr aufnehmen oder so. Ich werde dann mal schauen, aber das ist nun mal so. Die Zeit geht mir weg. Ich muss immer wieder Neues machen, sonst kann ich die Abonnenten nicht bei Stange halten, bei Laune halten. Und das seht ihr eigentlich, wenn ihr... Aha, ein Weg, aber da komme ich nicht durch. Das Skelett ist müde. Also das seht ihr eigentlich, wenn ich livestreame. Ich werde recht schnell müde, weil ich nebenbei, also in den Pausen und davor, immer trainiere. Aber ich sage ja, Wild wird immer kommen, Hexit wird jetzt auch immer kommen und es gibt sogar ein neues Projekt, das werde ich dann sicher heute im Livestream ankündigen. Was zwar vielleicht nicht jedem Spaß macht und es kommt halt auch nicht jeden Tag, aber sicher etwas Tolles wird. Dafür lohnt es sich dann auch das Modpack runterzuladen, um dann, ja, diese Map zu bauen, zu spielen. Ich werde, okay, es jetzt auch ankündigen, weil ich denke, ihr wisst schon, was es ist. Es ist eine Adventure Map mit Store, mit NPCs. Und ich werde dort die Biome planen und auch eventuell auf dem Server umsetzen dann. Und ja, ihr merkt langsam, ich habe drei Projekte von Minecraft und werde wahrscheinlich sogar ein ziemlich fester Minecraft-YouTuber, damit einfach ich ein Projekt habe, wo ich mich konzentrieren kann und es sozusagen auch ja genießen kann, dass ich nur ein Spiel habe und dann nicht immer wieder die Steuerung lernen muss von einem und alles vorbereiten muss und damit auch mehr Zeit habe. Aber ich werde sicherlich wieder neue Projekte bringen. Also GTA Online ist ja ein Projekt mit dem Yenix. Und sozusagen Rome Total War ist noch ein Projekt, das ich mache, oder? Und
Sonst bitte nennt die Projekte, die ihr sehen wollt, aber seid nicht böse, wenn ich sage, nein, das kann ich jetzt wirklich nicht bringen. Teso wird auch noch kommen, stimmt. Aber nicht sehr oft. Also tut mir leid, wenn ich da nicht. Sagt einfach, ihr wollt wieder ein Part, dann nehme ich wieder ein Part auf, gell? Aber sonst muss ich halt ein bisschen länger noch warten und so weiter. Und ja, ich werde es genießen. Ich werde mit euch richtig schöne Sachen machen. Und mir geht's so gut wie noch nie. Einfach eben die Zeit, die ist nicht gerade da. Und dem Server werde ich immer sehr viel, ich werde mich immer sehr viel um den Server kümmern. Auch weil Mila halt auch noch nicht so viel machen will oder kann. Und Seslig nicht immer da ist, muss ich halt auch sehr viel machen für den Server. Aber ja, ich hoffe, es macht euch nicht irgendwie wütend oder so, sonst sagt es bitte unter diesem Video. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für die Adventure Map oder für den Server, dann schreibt es mir an die E-Mail dracobasel@gmail.com. Ich werde es unten verlinken in der Videobeschreibung. Und ich werde jetzt noch ein bisschen fischen und nebenbei die Videos hochladen, die ich jetzt heute gedreht habe. Und ja, ab 3. Januar habe ich das neue Handy, dann kann ich auch die App installieren für GoPro, kann ich die GoPro verwenden. Es lohnt sich für jeden Minecraft, GTA, Path of Exile Spieler, da mal ein bisschen in die Vlogs zu sehen, wenn Interesse besteht. Wenn auch steht, zum Beispiel Skyrim, Rollenspiel oder so, dann ist der Vlog über Skyrim natürlich, und wenn steht Minecraft, dann steht Minecraft, dann ist er über Minecraft. Es wird sich lohnen, und ich werde ab 7. ungefähr sicher trainieren, im Fitness, also im Kampfdojo, also ja, Sportzentrum. Und werde dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kraft haben, um ständig zu livestreamen und so. Und wenn wirklich auch Interesse besteht, wenn viele Zuschauer ab 10 Uhr noch da sind, werde ich natürlich auch länger als 10 Uhr livestreamen. Hä? Also tut mir leid für alle, die halt nicht gerade so begeistert sind, aber die Zeit geht vor und ihr habt echt wenig. Ich gebe wirklich euch alles. Ich tue wirklich alles für euch machen. Und Dankeschön für 510 Abonnenten. Ist richtig toll, dass ich jetzt Abonnenten bekomme und auch sichtbar. Und ja, Jennix wird mich sicher auch dabei helfen. Er ist ein sehr netter Kerl und hat einfach jetzt gerade gestern keine Zeit, aber vorgestern hat er ja mit mir livestreamt. Also, ich werde ihm anpassen, also dass ich einfach livestreame, wenn er Zeit hat, weil ich habe abends eigentlich immer Zeit und werde es auch wahrscheinlich auch immer Zeit haben, wenn ich nicht gerade trainiere, gell? Weil am Anfang werde ich wahrscheinlich noch am Abend trainieren müssen. Gut, Adventure Map kommt heute wahrscheinlich am Abend um 20 Uhr. Wenn Xenix keine Zeit hat. Sonst halt die Tage, gell? Und dann halt alle 3 Tage oder so einmal. Jo. Also das war's. Ja, Fraps macht Probleme und es geht einfach manchmal zu lange zum Hochladen, deshalb muss ich da livestreamen oder so. Geht viel, viel, viel schneller. Also Dankeschön fürs Schauen und bis zu einem nächsten Video oder Livestream, gell? Tschüss und Dankeschön nochmal.